Der SSV Reutlingen wird Ihnen präsentiert von der Paravan GmbH in Pfronstetten-Archelau. Hallo und herzlich willkommen zum Sportmagazin. Heute mit einem Doppelpack. In der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg traf der SSV Reutlingen zum Rückrundenauftakt am Freitagabend auf den FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Und am Samstagabend standen sich in der zweiten Basketball-Bundesliga die Tigers Tübingen und Phoenix Hagen gegenüber. Zudem hatte der TV Rottenburg in der zweiten Volleyball-Bundesliga den Tabellenführer aus Karlsruhe zu Gast. Diese Partie packen wir am Dienstag auch noch drauf. Los geht's an der Kreuzeiche. 23 Punkte sammelte der SSV in der Vorrunde und steht damit auf Platz 10. Die Gäste sind mit 28 Zählern auf Rang 4 notiert. SSV-Coach Albert Lennart musste auf die verletzten Jäger Capraia, Cetinkaya und Sagert verzichten. Sadath und der Ex-Bissinger Gorgoglione fehlten krankheitsbedingt. Er war aber dabei. Mohamed San Yang erzielte ja zuletzt alle drei Treffer beim 3:2 Heimsieg gegen den FC Nöttingen und ist mit 8 Toren bester Schütze der 05er. Knapp 800 Zuschauer waren mit dabei, der SSV in Rot, der FSV in Weiß und das Gespann um Schiedsrichter Manuel Bergmann in Schwarz. Also Reutlingen gegen Bissingen, auf geht's! Das Team von Trainer Markus Lang ließ zuletzt durch einen 5:0-Sieg in Göppingen aufhorchen und stellt den drittbesten Sturm der Liga. 13 von insgesamt 40 Treffern erzielte Nesreddin Kenische, allein 3 davon in Göppingen. Wir sind in der ersten Spielminute. Pero Mamic, Torschütze beim 1:0-Sieg des FSV im Hinspiel mit dem Pass Richtung Valentin Podolski. Dennis Lübke springt der Ball an den Oberschenkel. Podolski hat freie Bahn und lässt Enrico Pio keine Chance. Puh, die kalte Dusche für die Hausherren. Der FSV führt. Wir schauen nochmal hin. Lübke, der für Sagert in der Dreierkette spielte, unglücklich. Podolski nimmt das Geschenk gerne an. Der SSV aber gleich auf dem Weg nach vorne. Kapitän Pierre Eiberger raus zu Luca Lennert. Der rückte für Sagert in die Startformation. Die einzige personelle Änderung zum 3:2 gegen Nöttingen. Lennert mit der Flanke und Esik Huengenda mit dem Kopfballversuch. Nur ein paar Minuten später wurde es schon deutlich gefährlicher. Einwurf Tom Patrick Schiffel zu Luca Meixner, der zurück zu Schiffel. Und er schickt San Yang, der sucht in der Mitte Sturmpartner Kuingenda, aber Gästekeeper Sven Burkhardt ist dazwischen. Der Ball bleibt beim SSV, wieder Meixner zu Schiffel und der mit einer tollen Flanke Kuingenda köpft. Burkhardt pariert stark. Das war die Riesenmöglichkeit für seine Jungs zum schnellen Ausgleich. Burkhardt aber mit starkem Reflex und er war 10 Minuten später erneut zur Stelle. Pass Eiberger und dann San Yang. Florian Krajnovic zu Nils Steiger, wie gesagt, gemeinsam mit Lübke das Trio in der Abwehr. Steiger mit dem langen Ball zu Samuel Meyer, der mit einer feinen Ballführung und dem Blick für Kuingenda, aber der dann ins Tor aus. Kuingenda traf in der Hinserie ebenso wie Gorgoglione 5-mal. Beide Teams suchten den Weg nach vorne, eine abwechslungsreiche Partie. Jetzt mal die Jungs in Weiß mit dem Torschützen Podolski, der weiter zu Kapitän Marius Kunde und der verzieht. Gleich wieder rüber auf die andere Seite, Kuingenda, Burkhardt, Ecke. Knappe halbe Stunde rum, wieder die Gastgeber Schiffel, Meier mit der Hacke zu Meixner, der mit links nach rechts. Da startet erneut Kuingenda, doch der haut die Kugel deutlich am Kasten vorbei. Und wieder der SSV Schiffel mit der flachen Hereingabe, aber dann schnappt sich Burkhardt die Kugel. Reutlingen hatte seine Szenen, aber der letzte Tick im Abschluss fehlte noch. Kurz vor der Pause konnte sich Enrico Pio noch zweimal auszeichnen, erst gegen Mamic und hier beim Schuss von Kenische. Es war die einzige Szene des Torjägers, der vom VfB Neckar Rems kam und die letzte in Durchgang 1. Es blieb beim 0:1 in einer unterhaltsamen und auch fairen Begegnung, beide Teams auf Augenhöhe, aber der FSV eben mit 1:0 vorne. Weiter geht's. Gleich nach Wiederbeginn hatte der Tabellenzehnte die Chance zum Ausgleich. Meier setzte Lennart in Szene und seinen Querpass verpasst San Yang in der Mitte nur um Zentimeter. Kurz danach prüft Loris Hoffmann Enrico Piu, kein Problem für den seit Wochen guten Goalie.
Auch seine Vorderleute machten es weiter gegen einen guten Gegner richtig gut. Vor allem Meyer war überall zu finden. Hier und da schlich sich natürlich auch der eine oder andere Fehler ein. In dieser Szene hatte man gleich zweimal den Ball. Der landet dann aber bei Marius Kunde und nach dessen Knaller im Netz. Oha, was für ein Pfund des Kapitäns. Bereits sein 7. Saisontor, da war für Piu nix zu machen. 55. Minute, Kunde mit dem 0:2. Auch die nächste Szene gehörte dem FSV. Kunde legt per Hacke ab für Kenische, aber der trifft den Ball nicht richtig. Der SSV wirkte nach dem 0:2 etwas verunsichert. Steigern die Füße von Hoffmann, aber dann macht Reutlingens Nummer 3 seinen Fehler mit einem starken Tackling wie der Wett. Allerdings bleiben die Bissinger in Ballbesitz. Flanke dann von Lukas Böhm und wieder Hoffmann. Gute Stunde rum, Freistoß für den SSV, ein Fall für Capitano Piero. Der zieht den Ball mit viel Schnitt vor die Hütte. Burkhardt verfehlt die Kugel und am langen Pfosten steht Dennis Lübke goldrichtig und drückt den Ball über die Linie. Jawohl, ja, Anschlusstreffer durch Lübke, der damit seinen Patzer von dem 0:1 wieder gut macht. Der SSV belohnt sich und ist wieder auf ein Tor dran. Und gleich danach brachte Lennart zwei frische Kräfte für den doppelten Luca, also für Meixner und seinen Sohn kamen Aaron Leier mit der 15 und Marco Geiser mit der 8, der war ja lange verletzt. Dann wieder Eiberger, aber da fehlte dann doch ein ganzes Stück. Nächster Versuch, Eiberger mit dem Seitenwechsel auf Schiefel, der legt klasse zurück zu Kuingienda, aber der Sturmtank der 05 wäre an diesem Abend ohne Fortune. Das galt auch für Kollege San Yang, der machte in der 70. Minute Platz für Jovan Diamanovic. Wieder Freistoß, Eiberger kurz zu Leier, der zurück zu Eiberger und der mit der Flanke und die befördert Benedikt Landwehr fast ins eigene Tor. Aber eben nur fast, Schiffel lauerte dahinter. Die Ecke brachte da nichts ein, 7 Minuten noch, der eingewechselte Zinnrahm. Die SSV-Hintermannschaft bekommt den Ball nicht weg, Hoffmann verpasst dann aus kurzer Distanz die Vorentscheidung. Andere Seite, wieder Eiberger mit der Flanke, dann hat der kurz zuvor ebenfalls eingewechselte Jan-Christian Beifuß den Ball am Fuß, aber sein Schuss zu harmlos. Szene läuft weiter, Abschlag Burkhardt. Der starke Kunde düpiert die SSV-Abwehr, aber findet in Piu seinen Meister. Danach passierte nichts mehr. Der gute Schiedsrichter Manuel Bergmann pfeift ab. In einer gutklassigen Partie gewinnt der effektivere FSV Bietigheim-Bissingen mit 2:1 am Ende beim glücklosen SSV Reutlingen. Damit hat der SSV also weiterhin 23 Punkte und wir haben die Stimmen. Ja, auf jeden Fall schade. Also man muss sagen, es war ein offenes Spiel, Chancen auf beiden Seiten. Wir hätten ein, zwei mehr machen können, da bin ich mir ganz sicher. Und ja, wir werden ausgekontert, aber wir halten immer noch gut dagegen. Am Schluss kassieren wir 2 Tore, eins ist ein Traumtor, sowas passiert. Aber klar, am Schluss müssen wir vielleicht einen Tick mehr machen und das Tor machen und dann gehen wir hier mit einem Punkt nach Hause. Ja, sehe ich auch so. Es war ein mega offenes Spiel. Die hatten ein paar hundertprozentige. Wir haben die Möglichkeiten gehabt für Tore, haben sie nicht gemacht. Klar, wir sind super ungünstig gestartet, es geht auf mich. Also es ist halt ein Fehler passiert, das 0:1, dann rennen wir dem Rückstand hinterher, machen es aber trotzdem gut, haben viele Chancen, aber haben heute halt einfach die Tore nicht gemacht. Ja, ja, natürlich tut es heute Abend schon weh, also so ein Spiel zu verlieren, tut unheimlich weh. Aber klar, wir haben jetzt ein Wochenende, wo wir uns sammeln können, erholen können und dann geht es nächste Woche weiter, bleibt ja nichts anderes übrig. Ja, ich denke, das war heute echt mal ein richtig gutes Oberligaspiel am Freitagabend. Beide Teams mit viel Tempo, viel Torsehen. Am Ende der glückliche Sieger Bissingen ging gleich in der ersten Minute 1:0 in Führung. Das tut halt immer ein bisschen weh, aber ich glaube, wir sind ganz gut zurückgekommen, hatten unsere Chancen. Aber am Ende hat leider verloren und nichts mitgenommen. Es ist richtig bitter, dass nach der guten Leistung, wie ich fand, nichts aufs Konto kam heute, oder? Das ist ärgerlich, das muss man einfach so sagen. Ich kann der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Die Art und Weise, wie sie dann Fußball gespielt haben, auch erste Halbzeit und zweite Halbzeit, viele Chancen rausgearbeitet, auch nach der zweiten Halbzeit gut rausgekommen. Ja, besser geht es einfach nicht. Wir müssen nur die Tore halt machen. Und das ist das Ärgerliche halt. Muss auch sagen, das erste Tor ärgerlich nach einer Minute 47 passiert, aber wir haben noch 90 Minuten Zeit. Und auch das zweite Tor dann nach einfach ein Fehler, individueller Fehler. Das sind so die Kleinigkeiten, was dann entscheidend in so einem Topspiel, muss ich einfach sagen. Weil es fand vom Tempo her, von Intensität her,
Laufbereitschaft, muss ich sagen, das war richtig gut. Aber leider 1-2. Zwei Spiele stehen in diesem Kalenderjahr noch an. Am Samstag bei der TSG Backnang und eine Woche später zu Hause gegen Pforzheim. Den Ausblick gibt's dann in dieser Woche. Und jetzt gibt's gleich Basketball aus Tübingen. Der SSV Reutlingen wurde Ihnen präsentiert von der Paravan GmbH in Pfronstetten-Eichelau. Von der Kreuzeiche in die Paul-Horn-Arena. In der zweiten Barmer Basketball-Bundesliga trafen im Verfolgerduell die Tigers Tübingen auf Phoenix Hagen. Die Tigers haben nach 7 Partien 6 Siege auf dem Konto, die Feuervögel nur einen weniger. Wir müssen guten Basketball spielen, um gegen diesen Gegner gewinnen zu können, so Tigers Headcoach Danny Jansson im Vorfeld. Die Gäste haben ihren Kader verändert, nur Leistungsträger Marcel Kessen ist noch dabei. Topscorer ist der US-Boy Kyle Kestlin. Dann schauen wir mal, ob dies gelingt und das vor der Saisonrekordkulisse von knapp 2300 Zuschauern, darunter auch rund 50 Fans aus Hagen. Die Partien der Pro A werden ja live auf Sport Deutschland TV übertragen. Wie immer gibt es jetzt eine 3-minütige Zusammenfassung. Es treffen übrigens die beiden offensivstärksten Teams der Liga aufeinander. Hagen kommt auf über 90 Punkte im Schnitt. Die Tigers liegen knapp dahinter. Die ersten beiden Punkte erzielte Atu Kivimäki. Der war ja in der zweiwöchigen Spielpause erstmals für die finnische Nationalmannschaft am Ball und setzt hier Daniel Keppeler in Szene. Rums. Keppeler blockt Fastbreak über Seljas, Seric und Landmüller. Der zurück zu Matteo Seric. Jawohl, ja. Die Tigers lagen nach 4 Minuten mit 9-1 vorne, Auszeit durch Gästecoach Chris Harris. Die zeigte Wirkung, die Gäste drehten mal eben die Partie, aber nur kurz. Matteo Seric und hier Youngster Bakari Diba packten in der Endphase des ersten Viertels 2 Dreier obendrauf, 20-14, der Stand nach den ersten 10 Minuten. Im zweiten Viertel konnten die Tigers die Führung verteidigen. Vorne lief es nicht so rund. Hier tankt sich Erol Ersek durch, der ebenso wie Timo Lahnmüller für Österreich unterwegs war. Richtig gut unterwegs war in der Schlussminute der ersten Hälfte Daniel Keppeler. Der erzielte 5 Punkte in Folge. Zur Pause führten die Tigers mit 43-34. Bis gleich. Technik erster Klasse gibt's bei Elektrobetz in der Eberhardstraße in Tübingen. Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Unterhaltungselektronik und Haustechnik sowie die neuesten Techniktrends. Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für Elektroinstallationen und haben eine eigene Meisterwerkstatt. www.elektrobetz.de. Wir sind zurück und vor allem Kivimäki kam mit breiter Brust von der Länderspielreise zurück. Ball geklaut, kurz gewartet und dann weiter zu Zach Seljas und der mit seinen ersten beiden Punkten. Ein toller Auftakt ins dritte Viertel. Ja, und die Fans bekamen jetzt einiges zu sehen. Seljas revanchierte sich bei Kivimäki, sein Assist versenkte der Finne für 3 und wenig später der nächste Dunking durch Tübingens Nummer 1. Und dann hängt der nächste Tigerspieler am Korb. Traumpass von Seric auf Keppeler. Was war denn hier jetzt los? Von Kessen und Kestlin und Co. nichts zu sehen. Die Tigers Chef im Käfig. Das Ganze rot auf schwarz. Routinier Till Jönke mal nicht aus der Distanz oder per Dunking. Dann mal Lorenz Bang für die arg gerupften Feuervögel. 3 Minuten vor Ende des dritten Viertels hatten die Tigers in diesem dritten Viertel schon 30 Punkte auf dem Konto. Diba setzte den fulminanten Schlusspunkt mit einer komfortablen 75-46 Führung, ging es schließlich in die letzten 10 Minuten. Wie gesagt, hier spielte der zweite gegen den dritten. So, Kivimäki, Seric und Seljas schraubten das Ergebnis durch 3 Dreier in Folge auf 84-50. In der Folge machte Kivimäki, was er wollte, der war on fire. Und verabschiedete sich mit diesem Dreier zum 89-52 ein paar Minuten vor Schluss frühzeitig.
Danach passierte nicht mehr allzu viel. Am Ende gewinnen die Tigers Tübingen gegen Phoenix Hagen klar mit 91:61 und setzen sich wieder an die Tabellenspitze, da Rasta Vechta bei den Unibaskets Paderborn verloren hat. Artu Kivimäki war mit 25 Punkten der überragende Akteur an diesem Abend. Auch Seric, Diba, Seljas und Keppeler konnten zweistellig punkten. Roland, bitte. Artu, Glückwunsch zum Sieg und zu deiner tollen Leistung. Ja, danke, das fühlt sich natürlich gut an. Es macht Spaß, wenn es so läuft. Ich habe viele Würfe getroffen, das hat zuletzt nicht so gut geklappt. Es war wichtig, dass wir nach der Pause gleich wieder so gut gespielt haben. Es war eine starke Teamleistung. Ich bin sehr glücklich über den Sieg. Ich denke, es war eine wirklich gute Leistung von der gesamten Mannschaft. Nach der Pause sind wir gleich wieder in der Spur. Vor allem die zweite Hälfte war fast perfekt. Ja, bis auf die Endphase, aber klar, insgesamt hat heute vieles gepasst bei uns. Puh, also wahnsinnige Stimmung und die Mannschaft von Danny hat unfassbar geil gespielt. Also die haben uns alle Waffen weggenommen, die haben uns unfassbar passiv gemacht, die haben uns beeindruckt. Das war ein wahnsinnige Leistung von den Tigers. So einfach, wie es am Ende vom Ergebnis her aussieht, war es nicht. Wir hatten gegen Ende der ersten Halbzeit auch Glück, dass wir mit einer Führung in die Pause gehen konnten. Im dritten Viertel sind dann die Würfe gefallen und wir hatten das Momentum auf unserer Seite. Dann haben wir uns mit den Fans im Rücken in einen Lauf gespielt. Wenn wir so auftreten wie in dieser Phase, sind wir eine Mannschaft, die nur schwer zu schlagen ist. Kivimäki wurde natürlich noch abgefeiert. Am Samstag dürfen sich die Fans schon auf das nächste Heimspiel freuen. Dann sind die Artland Dragons zu Gast. Das war's vom Sport. Mehr zu den Tigers folgt. Und wie schon erwähnt, spielten ja parallel zu den Tigers auch die Rottenburger Volleyballer gegen das Top-Team aus Karlsruhe. Das gibt's dann am Dienstag und auch da war einiges geboten. Also bis dahin, tschüss aus Tübingen.